Ja Leute, hallo alle zusammen, ich bin's wieder hier mit der zweiten Einkaufsliste für euch. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, was machen wir? Ja, wir machen uns an größere Sachen und machen eine Beilage. Jeder von euch kennt sie, Semmelknödel. Doch wie macht man sie überhaupt? Kauft man sie im Laden? Lässt man sie jemand machen, der es kann? Oder probiert man es selber? Wir probieren es einfach mal selber. Das wird schon und die schmecken auch sehr gut. Okay, hier mal wieder zu den Zutaten. Ich lese erst alles durch, also alles vor und am Schluss die Mengen. Wir brauchen alte Semmeln, also Semmeln vom Vortag. Lauwarme Milch, Salz, Muskat, Zwiebeln oder Zwiebel, Petersilie, Eier, heißes Wasser und nochmal Salz und unter Umständen Semmelbrösel. Gut, hier jetzt alles nochmal mit den Zutaten. Wir benötigen 4 alte Semmeln, 1/8 Liter lauwarme Milch, also 125 Milliliter, 1/4 Teelöffel Salz, 1 Prise Muskatnuss, eine halbe Zwiebel, 1 Esslöffel Petersilie oder frische, also so 1, 2, 3, wie nennt man sie? Naja, ihr wisst schon, ein paar Blätter halt. 1 bis 2 Eier und 1 bis 1,5 Liter heißes Wasser zum Kochen. Und noch 1 Esslöffel Salz und Semmelbrösel. Ja, die Menge, die ich euch genannt habe, ist die kleinere Menge für für 2 Personen. Wenn ihr mehr habt, müsst ihr es einfach verdoppeln. Wenn ihr weniger wollt, nochmals halbieren. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hier noch eine kleine Anmerkung, bevor ich das Video jetzt verrendere. Die Nachricht geht direkt an JamFreakStyle27. Erstmal vielen Dank für deine PN. Ich habe mich sehr darüber gefreut, du warst der Erste. Vielen Dank. Applaus. Und zu deinem Wunsch. Mach bitte eine Pizza. Mach ich. Versprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dir geantwortet habe, ob ich sie jetzt gleich in Woche 2 mache oder später. Also ich werde eine machen, das verspreche ich dir. Ich habe sie mir auch schon mal auf meine To-Do-Liste gesetzt, die am Kühlschrank hängt. Aber ich werde die Pizza erst machen, wenn ich auch Lust darauf habe. Also es wird nicht mehr lange dauern, aber in die nächsten 2 Wochen ist es wahrscheinlich noch nicht da. Bei der Hitze ist es auch sehr blöd. Und ja, weil ich könnte sie zwar jetzt machen, aber für mich wäre es dann sehr blöd, denn ich möchte ja auch was davon haben. Ich kann doch sonst keinem erzählen, wie gut es war, wenn ich sie nicht essen würde. Und nur zum Verschenken, nee, das geht nicht. Ja, auf jeden Fall wird gemacht, habe mich sehr darüber gefreut und vielen Dank fürs Zusehen. Und dann geht es noch weiter hier. Ich möchte noch jemandem etwas sagen. Wartet mal ganz kurz, ich muss hier schnell in dem Kanal rumklicken und jetzt macht man gleich Boom wahrscheinlich. Ja, das hat man wahrscheinlich gehört. Es tut mir auch leid, jetzt sagt. Okay, und die nächste Erwähnung geht zu Dog Ratty. Er fand mein Video auch cool, was mir auch persönlich sehr gut gefällt, weil ich ehrlich gesagt mit 0 Kommentaren und eigentlich 0 Aufrufen gerechnet habe, da es doch, naja, so ein heikles Thema sein könnte. Und er hat mir einen Tipp gegeben. Man hört sehr stark raus, wenn du sprichst und dich dabei von der Kamera wegbewegst. Vielen Dank, ich hab's nicht so gut gehört, da, wie ich dir schon geschrieben habe, Kopfhörer auf hatte beim Rendern und beim Tonspurverstellen mit Audacity und Sony Vegas und daher habe ich es nicht ganz so mitbekommen und ja, ich habe es nicht an Lautsprechern gehört, was ich jetzt demnächst wohl machen werde, das offenbar sinnvoller wäre für mich. Ich habe die neue jetzt auch mal, also die Einkaufsliste jetzt, ich hoffe, sie ist ein bisschen lauter und besser eingestellt. In der nächsten Kochshow wird es ein bisschen geändert. Da schiebe ich einfach das Stativ weiter hoch, dass ich, also mein Gesicht oder mein Körper näher an der Kamera ist, damit es besser funktioniert. Und erstmal nochmals, ich wollte euch noch was Besonderes sagen, da mir sofort was aufgefallen ist, da war ich wirklich sehr stolz auf mich sogar, dass das Video mit den Zutaten sogar schon nach 4 Tagen 75 Aufrufe hatte. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ihr seid spitze. Wie ihr das macht, ich weiß es nicht, aber ich werde euch nicht enttäuschen und werde weitermachen. Das verspreche ich euch. Dann komme ich zumindest nochmal dazu, meine ganzen Kochordner durchzukochen. Ja, gut, das wäre es dann hier für die Einkaufsliste 2 und nicht vergessen, kauft schön ein, natürlich auch günstig. Ich werde auch hinterher dann wieder so zeigen, was ich verwendet habe.
Vielleicht werde ich auch ein bisschen vorkochen, damit ich ein paar Schritte schon ein bisschen besser zeigen kann. Und ja, der Kochkurs wird wieder am Wochenende Freitag, Samstag oder Sonntag stattfinden. Und diese Liste, wenn sie oben ist, die solltet ihr Montag oder Dienstag bekommen, dass ihr wieder 3 bis 4 Tage Zeit habt, um die Sachen zu besorgen oder daheim zurechtzurücken oder zu reservieren. Vielen Dank. Christian meldet sich ab. Servus.